So, bist du wieder da? Achso, du warst weg. Okay, gut. Ich war weg. Hast du mit mir geredet, oder wie? Nein, ich hab mich gewundert, wo du bist. Okay. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Dark Ihr Souls. Arschlöcher. Fängt das wieder an. Genau. Heute ist. Heute ist Boss-Tag. Heute wird abgerechnet mit dem Taurus-Dämon und davor kriegt noch Helblines auf die Schnauze. Oh, und ich. Und die Range ist jetzt nicht so berauschend bei dem Schwert. Solange mein Freund das hier hinkriegt. Ja, aber dafür machst du Schaden. Das stimmt, das macht erstaunlich viel Schaden. Ja, macht das ist so ein bisschen Drake-Sword-like. Schon, gell? So, jetzt müssen wir hier mal das erste Mal ausnutzen. Fuck, das war dumm. Du hast trotzdem bei dir getötet. Ach komm. Komm her. Fick dich. Ach ja. Ich bin relativ gut geworden sogar. Muss man sagen, ja. Mit dem Parieren. Holst du dann kurz die schwarzen Feuerbomben? Yep. Gut. Also den Bereich des Spiels, den kenne ich in- und auswendig, Gott sei Dank. Letztendlich holen wir so schwarze Feuerbomben und sowas schon eigentlich, weil. Ja, ich meine, man kann Wurfgeschosse eigentlich immer brauchen. Es gibt immer Das Stellen, Schwert wo. macht extrem viel Schaden für so ein Anfangsschwert. Wirklich, ja, also mehr Schaden als die meisten Gegner hier verkraften. Wir töten auch den schwarzen Ritter dann kurz. Also heute ist so. Heute kommen die ganzen fetten Viecher dran. Das war effektiv. Manchmal frage ich mich, wohin der Kerl rollt. Weil er rollt meistens einfach in die falsche Richtung. Ja, er ist einfach ein Vollidiot. Ja, schon. So, gehen wir mal hier rein. Bisschen rumharzen. Es ist lustig, weil es Goldharz heißt. Nein, Ich bin ja nicht. das macht auch lustig. Was? Das macht's halt auch einfach auch nicht lustiger. Ja, okay, das stimmt. Oh, der verträgt's. Ja, was eigentlich Oh einfach Mann. verwunderlich ist. Komm her. Tritt ihn doch. Nein. Will Nein. nicht. Komm her. Versuch dann bitte aus Zeitgründen nicht den schwarzen Ritter zu parieren. Nee, ich probier's nicht. Ich glaube, ich bin der Einzige von uns beiden, der das jemals hinbekommen hat Ja. und dann auch nicht zuverlässig. Hey, ich hab'n Speer bekommen. Ja, Dreck. Ja, der kann gar nichts. Ja. Okay, scheiß drauf. Asuras Schwert ist viel besser. Es scaled nämlich mit zwei Sachen, die wir bisher zumindest nicht so wenig haben. Ja. Bei der Waffe geht es auch weniger um Scaling als um den Grundschaden. Bei der Grundschaden. Ich würde das Menü mal oben wegmachen. Oh. Danke. Das hätte ich wahrscheinlich jetzt ein Problem gehabt. Ja, schau mal, es geht einfach um den Grundschaden. Das Ding macht. Also, was hatten wir vorher für eine Waffe? Den Streitkolben, der hat 95 Schaden gemacht oder sowas. Oder 91. Und Asturas Schwert macht jetzt 80 physisch und 80 Magie. Das sind insgesamt 160. Das ist ungefähr. Ja, das ist mehr als eineinhalb Mal so viel. Wo läuft man am besten lang? Über seine Seine Waffe, Schildhand. sein Waff, über seine Schildhand? Ja, also ich laufe immer über seine Schildhand, weil er oft diesen Schildbash macht und dann bist du halt direkt hinter ihm eigentlich. Wusch! Komm, kann ich ihn. Nein, okay. Ist in Ordnung. Ach ja, der schwarze Ritter. Er hat nichts drauf. Was kriegt man von dem eigentlich für einen Chunk? Einen grauen Brocken, glaube ich, kriegt man Ich glaube, einfach. einen grauen Brocken, ja. Weil wir brauchen weiße Brocken. Ja, das stimmt. Das wird der erste Run-Through, wo wir weiße Brocken brauchen. Das war einfach. Ja. So macht man den übrigens. Sehr gut. Und Können wir das wir wielen? haben das schwarze der Großschwert bekommen, das ist nicht schlecht. Können wir das wielen? Nope. Nee, War klar. aber braucht man dafür Dexterity? 18 braucht man. Es ist fast wert, ehrlich gesagt. Ja, wir sollten. Hol den Ring doch gleich. Welchen Ring? Den Ring, den der Ritter bewacht. Und der Typ Was hat ist sich. das nochmal für ein Ring? Ring der Opferung. Blauer Tränensteinring. Und der Typ. Der was macht nochmal? Ist genauso wie der rote Tränensteinring, bloß mit Verteidigung. Achso. Ja, zieh ihn gleich mal an, Voll. weil besser als nicht. Der Typ Das hat sich jetzt stimmt. oben mit seinem Fass selbst getötet, was ich immer lustig finde.
Ja, das genieße ich auch. Aber neulich hat er sich nicht selbst getötet und ich war ganz überrascht, als er dann noch da stand. Aber, naja. Bläh. Ja. Wollen wir jetzt wirklich Hebel töten? Natürlich. Töten wir erstmal den Taurus-Dämon. Nein, töten wir Hebel. Ich schaff's nicht. Ich glaube, ich pack den nicht. Doch, du musst einfach nur, wenn, egal was er macht, roll dich immer einfach auf eine Seite weg und geh hinter ihn und backstab ihn. Solange er dich nicht mit seiner Waffe trifft und solange du ihn Ich unten werde. Ich werde sterben. und solange du ihn in der Mitte des Raumes einigermaßen halten kannst, überlebst du es auch locker. Hebel ist kein schwerer Bosskampf. Das ist kein Bosskampf. Ja, Hebel ist kein schwerer Typkampf. Du hättest. Ein klassischer Typkampf. Genau, einfach wegrollen. Nicht gut. Genau, und du musst ihn. Alter, schau, wie wenig Schaden ich mache. Ja, das ist immer so. Aber es ist halt ein. Fuck, fuck, wow, ich hab gedrückt. Sowas pisst mich an. Ich hab einfach gedrückt. Ah, siehst du, deswegen will ich den nicht machen. Ich will den machen, wenn ich Schaden mache. Ja, okay, kommen wir später wieder. Ja. Ich mach den immer so. Oh Mann, jetzt müssen wir da wieder durch. Ich hab doch gesagt, ich mach lieber den Taurus-Dämon. Ja, ich mach den aber immer so. Ich mach den immer so. Ich mach den auch immer so. Aber wenn du Bandit bist, dann hast du ja auch dieses kleine Banditenmesser, das Crit-Schaden macht. Ja. Ja, stimmt, als Bandit ist es einfacher. Ja, Das Leben klar. ist so einfach als Bandit. Oder auch als Mage. Was kann der? Was hat der dabei? Dolch. Ah ja. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals ein Bandit. Genau. Ich raubte niemals alte Frauen aus oder brannte Häuser nieder. Doch, Ich ich brauche sing. nicht reimen, denn ich bin Bandit. Komm her. Ah, weißt du noch, als wir damals immer versucht. Was? Zur Hölle? Weißt du noch, als. Was zur Hölle? Weißt du noch, als wir immer versucht haben, Brandbomben auf den Ritter zu schmeißen und wir noch nicht wussten, dass das ohne Lock-on nicht geht? Echt? Ja, ganz am Anfang. Gottes Willen, das war jetzt ganz toll gelöst hier. Komm her. Oh mein Gott, Gangrape. Jetzt war er den Falschen angegriffen, das gibt's doch nicht. Und er war gefangen in einem Clusterfuck. Renn durch. Ah, jetzt sollen sie einfach hier hochkommen. Oder er soll zumindest hier hochkommen. Wo ist er? Ja. Oh, da ist er. Oh, da sind sie. Er ist gestorben. Gottes Willen, was war das denn? Gottes Willen, ich sack. Es ist unfassbar. Hol den Crystal Lizard. Ja, ich kann ja nicht mehr zurückgehen. Verdammt. Naja, Ja, lass nach mal dem jetzt Bosskampf trotzdem. kannst du es. Und den Taurus-Dämon solltest du überleben. Ich hoffe. Sonst Ja. könnte das ein sehr langwieriges Let's Play werden. Ja, du planst. Also, du machst ja dann sowieso dein Goldharz drauf und planst ihn einmal. Also, von daher. Ja, außer ich kann halt kein Goldharz drauf tun, aber ich glaube, ich Ach, du. kann Waffe drauf sollte tun. enchantable sein. Ich kann es auch kurz nachschauen. Och Mann! Sack doch. Weil ich habe jetzt hier, ich habe hier Hör auf zu den, treten. ich habe nämlich bei mir gerade das Dark Souls Wiki offen nebenbei. Also. Okay, müssen wir erstmal hier Geh Goldhans. equip mal den ganzen Scheiß, den du nicht brauchst. Ja, hast recht. Ich kann es nicht drauf machen. Kannst du nicht? Nein. Oh, dann ist es nicht enchantable. Das heißt, wir müssen eine andere Waffe nehmen. Nein, das heißt, du planschst ihn einfach trotzdem, weil es trotzdem mehr Schaden macht. Sicher? Ja, und das, wir brauchen auch kein Goldharz für den Taurus, also mal ehrlich. Will aber. Ja, na gut. Machen wir es anders. Versuchen wir es einfach mal mit Astoras Schwert, weil das sollte wirklich mehr Schaden machen, letztendlich. Ja. Ich sehe es schon kommen. Jetzt ist einfach ein Hard Cut.
wie wir es das nächste Mal mit Enchantment machen. Ja. Lauf, Forrest! Schnell! Ba, 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 Ja, ba. angewackelt kommt, das sieht immer lustig aus. Ach, und wir spielen übrigens den ganzen Run online, soweit es halt uns möglich ist. Ja, schon mal, es macht auch ordentlich Schaden. Durch die Beine und weg. Ich konnte jetzt gerade nicht durch die Beine rollen. Warum kann ich nicht rollen? Ich verstehe es nicht. Wegen. Hä, wieso liegt es im Controller? Ja, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich. Es ist einfach unfassbar. Ich kann nicht rollen. Warum nicht? Hat er dich gerade umgebracht? Er hat mich einfach gerade umgebracht. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich Was? verstehe es nicht. Ja, ich konnte erstens mal nicht rollen, als ich einmal wegrollen wollte. Und ich konnte dementsprechend auch nicht weglaufen, weil einfach nicht gerollt ist, der Arsch. Mann, sowas pisst mich an. Dieser Wix-Controller. Ernsthaft, aber das hatten wir doch jetzt schon die ganze Zeit. Das war immer das Problem. Warum sind es immer so viele? Wir sind geniale Dark Souls-Spieler. Ja, wir sind super. Mann. Ach ja. Komm her. Nein, aber vom Schaden hat es Gottes nicht. Willen, dieses Schadens austauschen. Es pisst mich gerade einfach nur an das Spiel. Das will ich dir mal kurz gesagt haben, weil. Fuck you. Ernsthaft. Warum ich? Keine Ahnung. Du bist der Einzige, der da ist. Was Nur glaubst du, warum? weil ich die Stelle jetzt machen würde. Ich Ja. mach's mit Enchantment. Hä? Ich mach's mit Ich glaube Enchantment. nicht, dass du sonderlich viel mehr Schaden machen wirst. Ja, stimmt. Aber trotzdem. Die Schnauze. Also, ja, okay, wahrscheinlich wirst du ein bisschen mehr Schaden machen, aber ich würde auch einfach mal verdammt nochmal hochheilen, bevor du das machst. Ah, Mann, jetzt. Ich hoffe, den schaffe ich jetzt einfach, weil dann ist es nämlich immer noch so ein 16-Minuten-Segment. Und es ist nicht so ganz Schande erfüllt. Natürlich ist es schon. Okay, es geht nicht. Okay, wir haben hochgeheilt. Wir wechseln die Waffe. Nimm den Schwertgriff. Warum? Weiß ich nicht, aus Hass. Das glaube ich, kriege ich nicht hin. Obwohl, wenn es lang genug hält. Nein. Enchante Doch, doch wahrscheinlich vorher. würde es. Warum enchantest du nicht vorher? Ich habe keine Ahnung. Du bist ein Vollidiot. Ja, Entschuldigung. Ich habe noch nicht mal aktiviert. Wie aktiviert? Ich hab's noch nicht mal angewählt. Oh Mann, das wird bitter. Das war einfach jetzt total dumm. Das war wirklich ziemlich dumm. Ich mach Kann mir ich den bitte Schaden. mal, die Kamera dreht sich einfach wild durch die Gegend. Ja, renn kurz zurück und wechsel auf Astora's Straight Sword. Nein, ich wechsle jetzt auf gar nichts. Ich enchante jetzt. Ich würde das machen, weil ich Badass bin. Ja, du. Kann ich bitte mal was sehen? Gottes Willen! Die Kamera. Log ihn einfach nicht. Doch, muss ich ja. Komm, mach irgendeinen Angriff. Du kannst mal versuchen zu zwei Händen, wenn du vor ihm stehst. Wenn du direkt vor ihm stehst für einen Schlag, kannst du zwei Händen. Oh Mann, ich mach jetzt nicht mehr die langsame. Das hat keinen Sinn. Ja, komm schon. Komm her. Weißt du, wie lange wir da am Anfang gebraucht haben bei unserem ersten Playthrough? Bis wir den Arsch mal down hatten. Komm her. Boah, ich dachte, er zieht ihn jetzt so raus wie die. Wie die Typen aus dem Royal Forest. Gottes Willen, lass dich angreifen! Ich mag die Dinger nicht. Taurus-Dämonen sind mir einfach unsympathisch. Ende. Eben, ich sag's doch, ich schaff diesen Boss locker, wenn er mich rauslässt. Weißt du, wenn er mich wegrollen lässt und wenn er mich auf die Brücke lässt. Dann Mach ist der mal. kein Problem. Ja, wechsel mal wieder zum Astoras Dingens Kirchen. Wie heißt?
Habe ich geheilt eigentlich? Nicht, gell? Nee. Siehst du? Ich kann das. Ja, ja. Der Turm ist, ich muss es dem Internet der erste Bosskampf, aber... Das ist schon scheiße, weil der Lok einfach rumspastet. Ja. Weil es halt so klein ist. Ich würde sagen... Segment. Segment, ja. Dann sehen wir uns das nächste Mal.